Komm jetzt mal ganz bei dir an. Mach es dir bequem, ob im Sitzen oder Liegen, so wie es für dich gerade richtig ist. Beobachte einmal deinen Atem, ohne ihn zu beeinflussen. Spüre ihn einfach nur, so wie er kommt und geht. Wo in deinem Körper nimmst du den Atem besonders intensiv wahr? Beim Einatmen im Rachen, vielleicht auch in den Lungen, und du kannst intensiv fühlen, wie sich dein Brustkorb beim Einatmen ausdehnt und beim Ausatmen wieder zusammenzieht. Was ist mit deiner Bauchdecke? Kannst du wahrnehmen, wie sie sich hebt und senkt im gleichmäßigen Rhythmus deines Atems? Beobachte einfach jetzt noch 2, 3 entspannte Atemzüge lang, wo du den Atem intensiv fühlst. Lasse ihn jetzt auch ganz hinunter über deinen Rücken und deine Beine bis hinunter in die Waden und in die Füße fließen. Und stelle dir dabei vor, du würdest über deine Fußsohlen ausatmen. Mit jedem Atemzug lässt du dabei etwas von der Anspannung los, die du vielleicht von deinem Alltag heute noch in dir trägst. Auf der körperlichen Ebene kannst du einmal wahrnehmen, wo du Anspannung fühlst. Und dir dann vorstellen, wie sie genau von dort durch deinen Körper nach unten, durch die Füße in die Erde abfließt, wo die Energie transformiert und gereinigt wird. Atemzug um Atemzug wird es nun leichter in deinem Körper. Deine Muskulatur entspannt sich und auch dein Geist wird ruhiger und ruhiger. Auch seelische Anspannung kannst du einfach ausatmen und hinunter über deine Füße abfließen lassen.
mehr und mehr kommst du nun in einen angenehmen, entspannten Zustand. Dein Körper fühlt sich vermutlich leichter und leichter an. So dass du ihn auch kaum noch wahrnimmst. Dafür bist du dir deiner Präsenz, deiner geistigen Anwesenheit, deiner reinen Essenz sehr bewusst. Du bist ganz im Hier und Jetzt. Du bist wach und klar und energiegeladen, nachdem alle Anspannung nun von dir abgeflossen ist. Dein Geist öffnet sich nach oben. Stelle dir einmal vor, wie der dunkle Sternenhimmel über dir zu sehen ist. Tief schwarz wie die Nacht und golden funkelnde Sterne überall am Himmel. Aber und aber Millionen. Stell dir vielleicht eine lauwarme Nacht vor, in der du draußen sitzt oder liegst und das Sternenzelt dich komplett einhüllt. Es ist so dunkel, dass du sogar sehen kannst, wenn Satelliten vorbeifliegen. Oder eine Sternschnuppe über den Himmel saust. Eine warme Sommerbrise hüllt deinen Körper sanft ein, ganz angenehm und warm und trotzdem frisch. Stelle dir nun vor, wie du mit dem Geist auf die Reise ins Weltall gehst. Vielleicht kannst du ihn einfach fliegen lassen, dich von deinem Körper lösen und Stück für Stück wie ein Ballon aufsteigen. Vielleicht steigst du aber auch in eine Art kleine Raumfahrtkugel, die durchsichtig ist, als wäre sie aus Glas, und fliegst in ihr nach oben geschützt ins Weltall. Höher und höher steigst du. Und du kannst unter dir schon die Wölbung der Erdkruste sehen. Und je höher du steigst, desto mehr kannst du wahrnehmen, dass die Erde eine runde Kugel ist. Und umso weiter du dich von ihr entfernst, kannst du auch die Kontinente und das Blau der Meere erkennen.
ganz leicht, wie ein Ballon, entfernst du dich höher, höher und höher, bis du die Erde als ganze Kugel siehst. Und um dich herum, komplett um dich herum, überall golden glänzende Sterne. Wohin du schaust, nach oben, nach unten, links, rechts, vorn oder hinten, immer dasselbe Bild, nur andere Sternenbilder. Aber nichts als tiefschwarze Nacht und funkelnde Sterne. Vielleicht magst du auf einen dieser Sterne dich einmal zubewegen. Einer, der dich anzieht, von dem du das Gefühl hast, es ist sicher, dort zu landen. Vielleicht magst du aber auch inmitten der Planeten einfach am Himmel schweben bleiben. Aber wenn es dich zu einem hinzieht, dann lass es zu. Folge diesem Sog und deiner Neugier und sei sicher, du bist in deiner Kugel oder auch dein Geist so auf jeden Fall gut geschützt. Wenn du dir nun einmal vorstellen würdest, du würdest auf irgendeinem dieser Sterne landen. Wie würde es denn dort aussehen? Schau dich einmal um. Gibt es dort etwas wie eine Landschaft? Du kannst dich auch unsichtbar machen, falls du das möchtest, indem du dir einfach vorstellst, du ziehst dir einen blauen, magischen Vorhang um, der dich einhüllt und vollkommen unsichtbar macht, sodass du dich in Ruhe dort umschauen kannst. Auch dann, wenn du dein Leben wahrnimmst. Schau einmal im Vergleich zur Erde. Was ist dort besser? Was könnte man dort lernen, wenn es etwas zu lernen gäbe? Was könnte man dort lernen von der Erde und seinen Bewohnern?
Gibt es jetzt noch etwas, was du dort tun oder ansehen möchtest? Vielleicht begegnest du ja auch einer weisen Person, der du vertraust und mit der du dich über etwas unterhalten möchtest. Verlasse nun langsam wieder deinen imaginären Planeten. Mehr und mehr kommst du wieder zurück in das tiefschwarze Weltall. Vielleicht siehst du die Milchstraße. Vielleicht siehst du irgendwelche Sternennebel. Schaue dich dort um. Das tiefe Schwarz um dich herum. Richte deinen Blick nun wieder auf unseren Planeten Erde. Und lass uns jetzt noch einmal gemeinsam Quantenheilung machen für Mutter Erde und all ihre sichtbaren und unsichtbaren Mitbewohner. Stelle dir vor, den Planeten zwischen deinen Händen hältst. Er ist so klein wie ein Ball oder eine Murmel, je nachdem, wie weit du weg bist. Bitte nun darum, dass die heilende Quantenenergie die Erde komplett einhüllt. Jeden Platz auf dem Planeten mit heilendem Licht und heilender Energie durchströmt. Nimm wahr, wie sie fließt, auf deine ganz spezielle Art der Wahrnehmung. Spüre die Liebe und die Dankbarkeit, die du für Mutter Erde empfindest, als deine Ernährerin, als deine geistige Mutter. Wenn du das Gefühl hast, dass die Quantenheilung beendet ist, kannst du dir noch einmal entweder goldenes oder violettes Licht vorstellen,
in das du unseren Planeten hüllst. Fühle noch einmal die Dankbarkeit auch für die heilenden Energien, die den Planeten jetzt und überhaupt immer beschützen. So nach und nach näherst du dich wieder der Erde. Und je näher du kommst, desto mehr erfüllt Sonnenlicht den Himmel. So wie wenn im Morgengrauen die Sonne langsam aufgeht, der Himmel von tiefschwarz immer heller wird, zu dunkelblau, blau, vielleicht kennst du auch diese bunten Streifen, manchmal auftauchen und ganz sanft wird der Himmel immer heller, blau, strahlend, sonnendurchflutet, während du näher, näher und näher kommst. Während du Kontinent Europa unter dir erkennst. Dichter kommst, bis du Deutschland siehst und den Ort, an dem du wohnst, an dem ganz entspannt dein Körper gerade ruht. Schau noch einmal, wie friedlich du aussiehst, während du ganz entspannt dort ruhst. Ehe du sanft wieder eintauchst, mit jedem Atemzug, den du jetzt tust, deinen Körper wieder mehr und mehr wahrnimmst, anfängst, den Atem bewusst wahrzunehmen und richtig zurückkommst mit jedem Atemzug in deinen Körper, in den Raum um dich herum. Spüre auch deine Arme und Hände, deine Beine und Füße. Recke und strecke deine Gliedmaßen. Wenn du magst und dich bereit fühlst, dann öffne deine Augen und komme hier ganz wieder zurück bei dir an. Und begrüße alle die, die um dich herum versammelt sind. Vielleicht deine Tiere, die Menschen, den Raum, die Energien in deinem Raum. Und freue dich, dass du in deinem schönen Zuhause wieder ganz heil und munter angekommen bist.